Soll ich sagen? Soll ich sagen? Ja, okay, ich sag's. Bin Mongo. Hab Kacke gebaut. Egal. Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Don't Starve Reign of Giants. Und weil ich in der letzten Folge vergessen habe zu sagen, sage ich es jetzt gleich am Anfang. Ich bin gerade im Urlaub. Oh, die Bäume sind nass. Deswegen kann ich auf Kommentare nicht sofort antworten. Das wird jetzt noch eine Woche dauern, bis ich wieder da bin. Also bitte nicht weinen. Ja, bitte nicht. Weil das nervt mich immer, wenn Leute weinen. Wollte ich nur gesagt haben. Nicht, dass da Verwunderung aufkommt. Warum der Arsch nicht mehr antwortet. Damit meine ich mich. So, in dieser Folge werden wir nochmal zum Schweinekönig gehen. Wie in der letzten Folge. Bloß, dass ich dieses Mal weiß, was ich tue. Vielleicht. Wer weiß. Ich nicht. Und ja, wir brauchen eine Spitzhacke, um die Scheiße zu meinen. Habe ich das letzte Mal nicht versucht? Weiß nicht. Na, ich hab's eben Speer versucht, ich Super Mongo. Manchmal fühle ich mich blöd. Vielleicht können wir dabei gerade ein paar Schweine schlachten, weil unsere Pigskins wieder zur Neige gehen. Und wenn ich mich schon gerade so reden höre, nehme ich noch lieber zwei davon mit. Und ein paar Blue Caps? Nee, die lasse ich mal zu Hause. Aber ich kann gerade wieder Green Caps kochen, weil es mir sanity-mäßig schon wieder scheiße geht. Großartig. Ba-bom, bim. Dann haben wir doch noch unglaublich viele Spinnenweben, oder? Damit könnten wir uns doch mal... Wir haben noch nie ein Top-Hat gemacht. Ja, leck mich am Arsch. Top-Hats steigern Sanity, beziehungsweise... machen den Sanity-Drop niedriger. In der Nacht ist auf jeden Fall noch einer da, aber gut. Ich glaube, ich esse dich einfach mal. Und werde nicht mighty. Perfekt. Und dann gehen wir los. Habe ich irgendwas vergessen? Höchstwahrscheinlich. Nein. Go. Ich kenne mich doch. Irgendwas habe ich vergessen. Aber das soll mich jetzt nicht stören. Weil wir gehen zum Schweinekönig. Yay, da waren wir schon lange nicht mehr. Hier habe ich ein Problem. So. Jetzt gucken wir mal, ob das so klappt. Ja, absolut. Ich bin so doof. Wir brauchen nämlich die Blueprint hier. Und lernen die auch sofort. Weil jetzt können wir hier immer eine Old Bell craften mit der Blume und Glamour Wings, die wir beide noch haben müssten. Und dir würde ich gerne in die Fresse geben. Ich habe leider kein Fleisch dabei. Ein Gobbler töten wäre cool, aber... Hallo! Kann ich irgendwie... die kann ich jetzt nicht einzeln locken. Vielleicht soll ich meinen Helm anziehen. Au, du dumme Bitch. Ne, nur Fleisch für mich. Okay. Gibt's hier noch mehr Schweinchen? Ich meine, ich könnte deren Häuser abreißen, aber das will ich nicht. Das will ich nicht, Freunde. Das heißt, wahrscheinlich bleibe ich hier noch eine Nacht und rotte die restlichen Schweinchen aus. Ich meine, die Blueprint haben wir für das, was ich eigentlich machen wollte, letzte Folge. Wo ich einfach zu blöd für war. Ach, das beruhigende Geräusch von einem Wurmloch ausgekotzt zu werden und zu Hause zu sein. Schön ist das. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen Eis, weil mir gerade, das mir doch lädt, klar geworden ist, dass gleich Sommer anfängt. Also in den nächsten paar Tagen. Und dann ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Leider. Ja, Water Time. Ich gucke ja gleich, dass du trocken wirst. Kein Problem. Die Loreplant ist interessant, dass die da ist. Das leider bringt die da nichts. Die werde ich umsetzen müssen. So, Beeren gibt's frische. Das Zeug wächst unglaublich. Klar, ich weiß, im Frühling wachsen alle Sachen schneller, wenn es da unten regnet. So war das. So, Leute, ich würde fast sagen, auf geht's in den Spaß unseres Lebens. Das wollte ich absolut nicht mitnehmen. Mit der Old Bell? Eigentlich will ich es euch gar nicht sagen. Ihr werdet das schon sehen. Ist der Vogel eigentlich schon wieder da? Nein? Okay. Die wachsen mit Regen nicht schneller nach. Komisch. Okay. Gibt ja Sinn. So. Wir gehen jetzt nämlich in den Wald ganz rechts hier drüben. Weil hier einfach mehr Bäume sind. Und vielleicht erwischen wir auch noch ein paar Spinnen. Oh. Zeugen der Vergangenheit. Upsi. Und aktivieren da die Old Bell. Die können wir, glaube ich, drei oder viermal aktivieren. Was war da?
Pass auf, wir locken den jetzt mal ganz kurz an. Weil wenn schon, denn schon. Wo ist es? Es kommt. Scheiße, ich hab sie nicht richtig gespielt. Bin zu schnell weggegangen. Schweinchen kämpft gegen Pferdchen, das ist okay. Jetzt habe ich sie gespielt. Chester, komm her. Hi. Bam, Junge. Und jetzt rennen wir der Vernichtung hinterher. Shit, ich war nicht da, als es geladen hat. Ah. Egal, wir kümmern uns jetzt ganz kurz um das Viech. Der holzt auf jeden Fall ganz viele Bäume ab. Und wenn Bäume abgeholzt werden, steigt natürlich die Chance, dass was Tolles für uns rauskommt. Hey, Hackfresse. Go. Scheiße. Von welcher Seite kommt denn der? Da kommt er. Matsch. Der soll aber nicht nach oben laufen. Das war jetzt weniger praktisch. Ach komm, das muss doch funktionieren. Einmal haben wir noch. Und hier ist sogar ein Schweinchen, was wir erwischen könnten. Komm, ich will einfach nur, dass ein Trigger spawnt. Die Belle ist im Arsch. Müssen wir auf die nächste warten. Nein, er kommt schon wieder von unten. Was soll denn das? Wieder hin. Oh, grüne Pilze. Hat er gerade das Grab ausgehoben? Ich weiß es nicht. Oh, er hat das Haus kaputt gemacht. Großartig, großartig. Die Boards würde ich gerne mitnehmen. Was kann ich denn dafür liegen lassen? Die roten Pilze sind eigentlich scheiße. Die sind scheiße. Da wird gerade ein Schweinchen vergewaltigt. Das dürfte keine Chance gegen mehrere Spinnen auf einmal haben. Aber das interessiert ihn nicht. Jetzt muss er sterben. Nein, aber jetzt muss er sterben. Meins. Hopp, hopp. Na. Das ist jetzt blöd. Zu viele Bäume kaputt und trotzdem kommt kein Tree Guard. Hatte ich nicht Essen dabei? Ist irgendwie weg. Mann, wieso wollen die Triggers eigentlich nicht kommen? Wie erhöhe ich denn dazu die Chance? Ist doch schon irgendwie Bullshit. Oh, ich dachte gerade, das wäre einer gewesen, aber nein. Ich will nur Triggers, Leute. Und Blue Gem. Wo kommt denn der her? Wo kommt denn der her? Naja, ist egal. Ich gehe jetzt nach Hause und beende die Folge. Was denn hier? Warte mal ganz kurz. Was bist du? Für ein Blueprint? Bird Trap. Großartig. Die Seile nehme ich mit. Was ein Bushhead? Ach, damit kann ich mich tarnen. Kann man mitnehmen. Ganz ehrlich, die Setzlinge. Wobei, die brauche ich noch am ehesten. Die brauche ich noch am ehesten. Das Holz aber nicht. Holz habe ich. Die eine Kohle kann ich liegen lassen, weil davon habe ich viel. Davon habe ich viel. So, jetzt haben wir erstmal ganz viel Shit mit nach Hause gebracht. Das ist... Naja, das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich das nicht. Pass auf, ihr kommt hier rein. Euch kann ich harvesten und die frischen gleich hier ran machen. So. Und dann beende ich wahrscheinlich die Folge. Ich bekomme mal im Magen. So. Und ganz ehrlich, ich habe so viele Beeren. Einfach um den Hunger zu vertreiben, mal hier welche rein. Und koch das. Was habe ich noch im Inventar, was doof und Bullshit ist? Dich. Du.
habe neue Gears, das ist schön. Die Seile werde ich immer mal gebrauchen können, ebenso wie das Holz. Und damit würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, dann doch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Don't Starve mit mir, dem Terminus. Tschüss.